Stückchen Pappe nicht immer so teuer wären. Tja. Wobei die Structure Decks gehen eigentlich. Ja, was heißt geht, ne? Es ist trotzdem, wenn du darüber nachdenkst, wie viel Geld du für Papier da ausgibst. Naja. Was ich da in meiner Jugend ausgegeben habe, will ich gar nicht hochrechnen, ganz ehrlich. Ich erinnere mich auch gar nicht dran, ne? Wolltest du ungefähr sagen, aber zu viel. ja, definitiv, einfach zu viel. Ich erinnere mich noch daran, dass wir eine Dame in der Nachbarschaft hatten. Bei der man so einzelne Karten dann auch immer kaufen konnte. Die hatte da gesamte Ordner voll. Okay. Da sind wir dann öfter mal hin, wenn wir eine ganz bestimmte Karte brauchten. Mhm. Obsidian vorkommen, schön. Ja, dann bau mal. Du brauchst aber eine Eisenspitzhacke für, um die abzubauen. Hab ich. Achso, na dann bauen. Ja. Was bringt's mir? Kannst du Werkbank, Obsidian. Aber Werkbank auf Stufe 5 zum Beispiel upgraden. Oh. Richtig. Na dann hoch damit mir. Oder halt im Zweifelsfall Obsidian Pfeile Groff. Du blödes Skelett. Es gibt mehr, ich weiß gar nicht, ob noch für noch was Obsidian brauchst, aber... brauchst du für manche anderen Sonderpfeile, sag ich mal. Ja. Für Frostpfeile brauchst du die für Feuer... Nee, also nicht für Feuerpfeile, für die besonderen Feuerpfeile, glaube ich, brauchst du ja auch die Pfeile. Alter, wie viele Skelette sind hier, sagt mal. Das ist eine Ruine, das spawnen die Dinger halt. Kann ich das kaputt machen? Nee, die spawnen da eigentlich einmalig und respawnen dann halt so am Tag. Hinter dir ist übrigens ein Wolf, ne? Der ist tot. Achso. Gute Skito, beweg dich doch nicht so viel. Hier und da. Ist so immer nicht schlimm, tote Skito. Ah, tote Skito, dass ich immer so viel bewegen müssen. Gehst du bald wieder schlafen? Es waren gerade zwei tote Skito. Eigentlich nicht, aber ich habe gerade keine wirklich Lust weiter zu spielen. Warum tust du es dann? Also habe ich mich zurückgelehnt. Weil ich gerade nichts zu tun habe. Ah, Frostpfeil, Giftpfeil. Na, richtig. Rostfallen, Giftfallen, Obsidianfallen, was sonst was? Werkzeugregal. Feuer, Obsidianfeuerpfeil, schwerer Feuerpfeil, schwerer Giftpfeil. Und ich hätte auch einen schweren Frostfall getan. Schön. Müsste auch geben, ja. Kann ich mal gucken. Ich habe ja schon ein paar gefällt. Weiß ich, könnte das essen? Oh. Oh, das ist ein Spawner runter. Das ist das erste Mal, dass ich in so einer Struktur einen Spawner sehe. Was? Zumindest im Gebirge halt. Ja. So. Geh mal hoch, oben müsste eine Kiste sein. Oh, da ist noch ein Goblin-Dorf. Enderreis noch mal kurz gefragt, das rote in der Ebene ist Lachs, oder? Ist das rot? Ich habe Frostpfeile, ich habe Frostpfeile. Und wenn ja, wie baut man das dann ab? Ich überlege gerade, was du meinst. Was war so rot? Kann auch sein, dass es kein Flachs ist. Also Flachs ist meines Wissens nach, hat eine bläuliche Spitze. Okay. Und Gerste ist halt golden. Also wenn der irgendwas rot ist, hat das nichts mit was Abbaubarem zu tun. Alles klar. Ich wollte nur. Und ernten kannst du das einfach, indem du es mit E anklickst oder einfach mit irgendwas da quasi drauf aus. Dann droppt das auch. Okay. Faszinierend. Finde ich auch. Also ich bin happy, dass ich jetzt das Gebirge endlich erkunden kann. Das freut mich. Was haben wir hier? Eine Blockhütte, eine halb kaputt. Oh, stimmt, zum Händler wollte ich eh auch noch gehen heute. Darf ich nicht vergessen. Alter. Drache. Also Kobold und Todeskito gleichzeitig, das ist ja wahr. Noch ein Drache. Also erfahrungsgemäß immer dann, wenn ich so drei Kobolde bekämpfe, kommen immer so zwei Todeskitos auf einmal. Charmant. Dann habe ich persönlich weniger ein Problem mit, sofern das nicht speerwerfende Goblins hier auf roten Sternen sind. Dann geht das.
Aber ansonsten ist das eigentlich immer recht anstrengend. Mit der Feuerrune machst du mehr Schaden an den Drachen als mit den Pfeilen. Ja, aber Mana musste sich regenerieren. Du könntest ihn ja auch einfach regelmäßiger treffen, dann verbrauchst du auch nicht so viel Mana. Könnte ich. Aber dann wäre ich nicht ich. Stimmt's oder habe ich recht? Ja, ich weiß ja nicht. Oh, ein Waldbindenspiel. Alter! Ich muss echt Zielübungen mit dem Shit machen. Ja, genau, du mich auch. Da heilen wir uns mal. Ich wollte ja eigentlich noch schauen, dass ich mir mal einen besseren Speer besorge. Das muss natürlich auch unzerstörbar sein. Das war Speer wäre schon toll, aber dafür müsste ich den vierten Boss machen, damit ich ihn auf legendär enchanten kann. Gutes halt Kito-Trophäe. Dankeschön. Enderize, du bist das Leben in Person. Echt bin ich das. Oh, hallo. Und wie könnte ich jetzt diesen Wolf zum Beispiel zähmen? Ganz einfach, du schlägst ihn halb tot, bis er verängstigt ist. Ja, ist er? Bauchst ihn ein und schmeißt ihm rohes Fleisch hin. Ah. Oder du kannst ihn einfach direkt einbauen und musst ihn nicht vorher halb tot schlagen. Geht auch. Und dann irgendwann ist er zutraulich, oder wie? Ja, dann hast du quasi, ne, steht ja gerade Wolf aggressiv verängstigt. Ja. Ne, und irgendwann, ne, dann frisst er sich da halt an und dann siehst du halt eine Prozentanzeige. Ne, sind so viel Vertrauen oder so. Ah. Ich weiß nicht, was das heißt. Und dann, wenn er bei 100% ist, ist er gezähmt. Da baue ich einfach Holzwände um ihn herum dann, oder? Ja. Das heißt, ich muss mal mit Holz ins Gebirge gehen. Ich will Wölfe haben. Ja, ich überlege dann mal, muss ich fürs nächste Mal dann zumindest eine Mod reinnehmen, mit der Wölfe quasi auch mit durch Portale teleportieren. Und was ach nein. Du? Das kann ich jetzt aber nicht schleppen, oder? Boah, weiß ich nicht. Ich glaube. Nee, wo ist das? Weißt du was? Ich hab's nicht. Enderwise, was braucht man auf dem Boden. Für den Nekromantenstab? Ranzige Überreste Trophäe. Alles klar. Hast du oder? Wieso? Nee, hatte ich noch nicht, glaube ich nicht. Muss noch mal gucken. Ach, könnte ich auch mal farmen gehen. Ich guck gleich nochmal. Ranzige Überreste Trophäe. Ich habe sowieso schon wieder eine neue Mod auch in Aussicht, die mein Trankproblem wieder löst. Okay. Eine Mod, die eine Funktion der Hacke hinzufügt, mit der du Trank wiederherstellen kannst im Wesentlichen. Ah, ich habe ein Drachenei für uns. Nice. Das können wir zu meinen zwei stellen und dann können wir glücklich sein und den vierten Boss bauen. Zum Beispiel ich habe auch schon eins. Achso, stimmt, hast recht. Dann können wir das Drachenei auch mit irgendwelchem anderen Gedöns zu irgendeinem Met verarbeiten. Was? Ich habe vor dem Portal eine Truhe, da kannst du das Drachenei erstmal reintun. Welchem Portal? Na, wo du zu dem Portal zum Gebirge, wo du hin bist. Ah. Kannst Fragen stellen. Ich bin gerade auf der anderen Seite des Berges. Das wurde gerutscht. Ich wollte jetzt gerade was schauen. Ich habe mal vergessen, was ich schauen wollte. Worüber haben wir gerade geredet? Dracheneier. Ach, Met wollte ich schauen, richtig. Met aus Eiern. Lass mal kurz schauen. Wird er mir hier angezeigt? Wieso wird er mir nicht angezeigt? Ich kann mir vermutlich die anderen Sachen da verfehlen. Sekunden. Muss ich mal kurz schauen, wie die Mod hieß und dann schaue ich nochmal nach. Während ich diesen Anime hier ein paar weitere Minuten schaue. Du bist auch so ein Multitasking-Mensch, ey. Ja, kannst du das nicht? Nee. Warum nicht? Weil ich das nicht kann. Was gibt's daran nicht zu können? Man macht das einfach. Ja, dann bekomme ich vom Anime nichts mit. Ach, wieso nicht? Sonst bekomme ich vom Spiel nichts mit. Ja,
es nicht. Sind nämlich sogar richtig gute Meds-Dinger, die du machen kannst damit. Das ist noch ein Gebirge. Oh. Natürlich ist es noch ein Gebirge. Ja, ich wusste nicht, dass das so eine lange Kette ist. Ein Stückchen südlich von dir ist eine Ebene. Ich weiß. Ja. Da gehe ich aber nicht hin. Aber warum nicht? Die ist sehr schön. Das ist ein sehr schöner Ebene. Doch schon halb geklärt. Das sind nur noch 2 oder 3 Goblin-Dörfer. Ja, ja. Voll besetzt. Die sind doch mittlerweile wieder respawned. Lasst mich bloß in Ruhe, damit ich sag's euch. Könnte ich eigentlich mal rauslöschen. So, ein Single-Überrest-Trophäe wollten wir nachgucken. Ist das denn? Ist aber echt die Frage. Mjölnir, das stimmt. Ich wollte mal eigentlich schauen, wie man eigentlich jetzt Mjölnir craftet. Nulli, bist du noch im Chat? Also ranzige Überreste habe ich noch keine Trophäe. Schade, schade, schade. Schade. Ja? Muss ich auch noch alles gut, alles gut. Bist du dir sicher? Nein. Perfekt. Ah, ich hätte jetzt gewesen. So, nächstes Mal. So, wie craftet man denn Mjölnir? Aha. Ja, das wäre auch eine gute Frage. Ah, Features. Max Health Dot. Interesting Damage Range. Primarily Lightning Damage Weapon. Cool Effect, which are not client-sided and visible on any server, regardless if they have the mod. Bitte, was? Okay. Enemies explode with blood on death. Okay. Strike enemies with lightning on death and upon applying the shocked debuff. Wie crafte ich das Ding? 10 Kristalle, Bruder. 10 Kristalle! Alle? Die Steingolems droppen die. Oh. Okay, was brauchen wir noch? 10 Kristalle, 30 Eisen, 20 der ersten Boss Geweihe-Dinger, harte Geweihe. Und 20 Serpent Scales, also Seeschlangen. Schuppen. Oh. Ja, das ist einiges. So, Potion ist schon. Ja, das verlangt viel. Also, da haben wir den Making Yard Extrakt. Erhöht das maximale Tragegewicht, verlangsamt die Health Regeneration. Dann Bifrost Symposium. Portal Usage without any restrictions. Oh. Aber ich möchte gerne die Recipes eigentlich haben. So, was haben wir denn sonst noch? Wolfie! Tears Decantation. You can fly, but can carry less weight. Kannst einfach für 3 Minuten 30 Sekunden fliegen. Lol. Kann man Wölfe eigentlich züchten? Wölfe solltest du züchten können, ja. Das heißt, ich kann wirklich eine Wolfsarmee machen dann. Ja. Geil. Runius Effusion gives the power of breathing and walking underwater. Interessant. Spear Solution, smelling horrible and tasting even worse. It will make you vomit. Steht da so. Ja, you feel sick, health and stamina regeneration is slower für 20 Sekunden. Allerdings, weiß ich nicht, wie man das machen sollte. Also es ist, das Ganze vielleicht machen, also ich sag mal so, wenn wir Food Degradation anhätten, also dass quasi die Effizienz von Essen abnimmt, wenn es langsam abläuft. Dann würde das vielleicht Sinn machen, bevor du zu einem Boss gehst oder so. Weil es quasi entleert halt deinen kompletten Magen, das heißt, du kannst quasi wieder neu essen. Quasi mit den vollen Stats dann in Kampf gehen oder so. Das ist so die einzig sinnvolle Sache, diese Lösung, die es da gibt. Ja. Greater Stamina Solution. Stamina over time and increased Stamina Health Region, ja, schon Sinn. Ja. Einfach restores Health. Your ability to jump and run is improved, faster woodcutting. Ach, das ist auch nicht. Wölfe! Du kannst dir die Boss Power Sachen dann quasi auch als Tragenblüten nehmen. Unterwegs. Nice. Kannst zum Beispiel sagen, wie du möchtest halt immer, keine Ahnung, Bone Mass dabei haben für die physikalischen Schadensresistenzen.
Aber du baust jetzt gerade, möchtest du irgendwo hin und nimmst dann, möchtest jetzt hier vom vierten Boss. Ich bin gestorben. Immer Rückenwind haben. Ginge theoretisch. Ja, Thomas. Boah, da gibt's aber echt viele Tränke, aber ich möchte wissen, wie man die macht. Hä? Was vielleicht? Wieder dein Köpfe zu kommen. Bin ich so weit oben gestorben? Ich war doch eh kurz vorm Ding, oder? Weiß ich nicht. Na, es geht. Ich muss doch einen halben Dunkelwald laufen, aber ich glaube, das packe ich. Sag so, und dann kommt der Dunskito. Enderized! Nein, ich habe davor nur zwei Lochse geparkt. Perfekt. Und Schattenboote! Sehr sympathisch, sehr sympathisch. Brauche ich vielleicht einen Fermentierer, damit ich die Metrezepte kriege? Nee. Aber ich wüsste jetzt gerne, wie ich die Dinger craften muss. Ranzige Überreste können aber auch außerhalb des Dungeons spawnen, oder? Halt an einem Skelett-Spawner, also... Ja. Also ja, die können einfach in jedem Sund von einem Skelett-Spawner spawnen. Als Variante, genauso wie Drogo und Elite-Drogo. Ja... Ich geh mal einfach wieder hin. Ich möchte jetzt aber trotzdem wissen, ist Customizer... Pride, ich glaube, es ist 3 geworden? Halb 3? 3? Irgend sowas? Okay, da brauchen wir noch ein paar Sachen, so, müssen wir noch ein bisschen weiterkommen. Also ja, jedenfalls also, länger. Zum Beispiel aus 10 Trolltrophäen, einem Drachenei, dem Stärkegürtel und 5 Lochsfleischkuchen kannst du dir ein Met machen, der dir für 10 Minuten lang deine Tragkraft erhöht. Naja, gut. Aus 200 Grauzwergenaugen, 10 Sotlingkernen, Drachenei und 15 Nadeln kannst du halt den machen, dass du durch Portale gehen kannst, ohne Einschränkung. Das heißt mit Ärzten zum Beispiel. 100 Federn, 75 Moltebeeren, 25 Kupfererz und eine Bienenkönigin. Kannst du halt damit fliegen, aber weniger tragen. Oh, Ecktier. Aus 50 Seeschlangenschuppen, 20 gekochtem Seeschlangenfleisch, 15 Eisen und 20 rohem Fisch. Kannst halt in und unter Wasser atmen und laufen. Also, du darfst nicht schief über die Stufen gehen. Nö. Du musst nicht, weil du dann bleibst du dazwischen quasi an der Zwischenwand hängen. Genau. Du darfst mal gerade hoch. Wie der andere Mensch auch gerade eine Treppe hochläuft. Wenn ich was getrunken habe, läuft ich das sicher nicht normal. So, Greater Stamina, was haben wir denn hier? 50 Honig, 50 Moltebeeren, 50 gelbe Pilze und 5 Brote. Höheren Ausdauerregenerations- und Lebensregenerationsbonus. Noch mehr Leben, Health Overtime, Summer Health Region. Ich hätte früher essen sollen. Oh, das sind aber echt einige Getränke. Aus einer Egg-Tier-Trophäe, 50 Honig, 10 Hirschfellen und 5 Retrophäen kann man halt die Kraft vom ersten Boss quasi sich für 5 Minuten als Trank mitnehmen. Gleich halt für die anderen Bosse. Es gibt sogar einen Trank, mit dem du dich wasserdicht machen kannst. Aha. Karottensamen. Hui. Hui. Schön. Oh, okay. Okay, da geht's zum Gebirge hoch. Okay. Quer rüber. Was ist los? Nicht schlecht. Es gibt auch ein Med jetzt. Hier, Imias Deko. Keine Ahnung, wie man da ausspricht. Dekoktion. Oder so. Okay. Ich habe keine Ahnung. Aus 8 Ymir-Fleisch, 5 Drogra-Trophäen, 15 Eber-Trophäen und 5 Grauzwerg-Berserker-Trophäen. Okay. Kannst du mitmachen, der dich zwar langsamer macht, aber dafür deine physischen Angriffe verstärkt. Oh. Schwerter machen 1,35 mal so viel Schaden, Messer 1,25, Hammer und Keulen
2,25% mehr Schaden. Stangenwaffen 1,55, Speere 1,75, Äxte und Bögen 1,5, unbewaffnet dreimal so viel Schaden und Spitzhacken 1,5. So, das hier. Sehr interessante Tränke. Wow! Bist du bescheuert? Buff. Erschreck mich doch nicht. Ich schicke euch einfach mal die Rezeptliste von den Drinken bei Discord. So, ich wollte in irgendeinen Sumpf, also nehme ich mir irgendeine Krypta, die Lafayette-Krypta, würde ich sagen. Nehmen einfach den dritten Boss, da ist ja auch gleich einer. Ja, aber wenn wir beide farmen wollen, dann bringt's ja nicht, wenn wir beide am. Ja, yeah. Nee. Deswegen dachte ich mir gerade, ich gehe hin, weil du ja wahrscheinlich woanders gehst. So, hatten wir hier unten in dem Sumpf überhaupt einen Spawn oder? Noch in der Vorne? Wo bist du? Ja, da gibt's. Wenn du in der Krypta gehst, da müsst. Ungefähr da ein Spawner sein. Du hast gerade perfekt die Krypta gepinkt, aber ja hier war mal ein Spawner, aber der ist geklärt worden und der anscheinend noch nicht respawned. Da müssen mehr sein. Nein, hier ist nur ein Drog-Respawner, der Stat-Spawner ist weg. So, da oben liegt mein Todes-Ding ins Kirchen. Was auch immer. Die Wölfe sind noch da! Zwischen die Wölfe noch da? Sie waren niemals weg. Ich kann sagen. Finde ich aber nicht gut. Was soll das jetzt für eine Erkenntnis sein? Die Wölfe sind noch da, natürlich sind die Wölfe da. Wo sollen die hin sein? Wow! Das sind keine Wölfe, das sind Grauzwerge. Oh Gott. Warum? 3 3-Sterne Grauzwerge, finde ich nicht nett von euch. Ich will doch nur meine Sachen haben. Was habt ihr gegen mich? Ich muss ganz dringend, glaube ich, hier mal Streitkolben trainieren. Oh, der Elite-Drocher hat mir gerade Drachen gedroppt. Einen unzerstörbaren sogar. Was hat er gedroppt? Drachen, ey. Hat er gar nicht so eine hohe Prozentchance, dass er mir den droppen kann, tatsächlich. So, ziemlich lucky. Nice. Darf ich jetzt meine Sachen bergen, bitte? Dankeschön! Nein! Weg mit dem Shit. Und her mit meinem ganzen Zeug. Alter, ihr wollt mich doch verarschen? Wir brauchen alle ein bisschen mehr Tod und Verderben. Warum wirst du Tod und Verderben? Keine Ahnung, weil ja alles tot ist und ich möchte verderben. Kann man machen. Was soll ich da? Das sind alles Skelette, das sind noch keine ranzigen Überreste. Was soll denn das? So, jetzt bin ich total überladen. Great. Wie immer. Hast du kein Gürtel? Nee, habe ich noch nicht. Ich war noch nicht beim Händler. Das wollte ich eigentlich machen. Ist halt schuld, ne? Aber dann bin ich gestorben. Was stirbst du auch einfach? Ich schäme mich. Ja, hoffe ich doch. Ey. Sowas nennt sich Vornberg. Der einzig wahre. Einzig wahre, wenn überhaupt ein Warsteiner. Bitte was? Er steckt noch sponsert. Ja gut, was muss ich dann alles in Ruhe machen? Dich legen wir an. Das ist ein Spawner, aber ich sehe keinen noch lebenden Skelett-Spawner. Ah, da bist du. Das war Drohne. Das war der Drogenspawner. Wo ist meine Axt? Evil Bone Pile, perfekt. Dann mache ich aber den Buddy Pile, die Buddy Piles mache ich weg. Die nerven dann noch.
Wo ist meine Axt? WTF. Vielleicht trainiere ich dann auch gleich ein bisschen Frost. Andererseits sollte ich vielleicht erstmal ein bisschen Leben regenerieren, wo ich mir das anschaue. Oder mal auch Angriff hin und wieder mal blocken. Und mich nicht vergiften lassen in der Natur. Bin ich komplett bescheuert? Ne, mein Ding habe ich komplett geborgen. Hirschsprecher, den brauche ich nicht. Kraut. LOL. Ja. Meine Bronzeaxt ist weg. Kann doch nicht sein. Die liegt da nirgends und mein Todesspawn ist weg. Hast du die Axt vielleicht? Du hast doch deine Axt auf 3. Das ist die Streitaxt auf Repelling, nicht meine Bronzeaxt. Hattest du sie vielleicht beim vorherigen Versuch, die zu holen? Außersehen quasi aus deiner Leiche rausgenommen und die liegt jetzt woanders, in dem zweiten Grabstein. Ich bin nur einmal gestorben hier. Achso. Ist ja nicht. Nee, die Krautwerken habe ich besiegt. Also ich kann nicht so viel verraten, also mir ist beim noch keinem Tod irgendwas verschwunden. Ja, vermutlich habe ich es irgendwo weggekaut. So, was haben wir hier alles weggeschmissen? Das sollten eigentlich nur die unwichtigen Sachen sein. Spitzhacke. Hallo? Bronzene, Streitkolben, da habe ich den Eisen. Rinderspeer, noch ein Rinderspeer. Und noch ein Rinderspeer. Hast du gerade gesagt Rinderspeer? Rindenspeer. Also ich meine, nichts gegen schönes, saftiges Steak, ne? Also ich meine, mein Paladin, ne, der war Taure, aber... Stechen 60. Schadenswert. Ja. Kann sich sehen lassen, definitiv. Gut. Dich würde ich gerne mitnehmen. La 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 la. Oh! Hoppala. Ich trage zu viel, aber ich will nichts hergeben. Das wird jetzt lustig. Machst du mal dein Inventar auf? Hau das Obsidian weg, kriegst welches von mir. Sicher? Jo. Bis jetzt laufe ich aber noch recht gut. Ja, wann willst du zu Hause ankommen? Ja, okay. Dann hau ich das weg. Jo. Pass. Du brauchst vielleicht nicht alles, sondern nur die Hälfte, glaube ich, würde reichen. Okay, gucke ich nochmal. Wenn die Dinger da weg sind. Ja. Wow, da ist ein ganzes Nest. Ist das ein Turm, ne? Ja, das spawnt immer zu auf. Oh, schön. Ich mag euch nicht. Hat euch das nicht schon mal wer gesagt? So, seid es jetzt? Grundgütiger. Ich will keine Keule, ich will mein Obsidian. Wo habe ich das jetzt hingehaut?
weg ist es. Nee, da. Wie viel? Schmeiß erstmal Holz wieder weg. Und Steine und so. Oh, hab ich tatsächlich aufgenommen. Uff. Du kannst ja auch einfach mal gehen auf das Pokalsymbol oben rechts. Da kannst du ja zum Beispiel ausstellen, dass du graue Zwergenaugen und sowas aufnimmst. Du kannst ja alles anstellen. Die ganzen Auto-Pickups, nice. Ja, aber die Grauzwergenaugen brauchen wir ja grundsätzlich. Wofür? Ja. Nicht mehr? Willst du die willst du den Händler totverkaufen? Das Portale, ist oder? Geil. Ja, aber so viele, wie ich da schon mittlerweile weggeschmissen habe, brauchte ich halt niemals für Portale. Ah, ja gut. Das ist ein Argument. Weißt du, komm, hau die letzten drei Obsidian jetzt auch weg. Jetzt auf ein Obsidian kommt es jetzt echt nicht an. Du hast gesagt, ich soll gucken. Weißt, da bist brav und gehorchst. Habe ich das gerade richtig gesehen? Nee. Was macht ein Drache hier unten? Der ist halt am Rand vom Gebirge. Wenn er von irgendwas geangriffen wurde, ist er halt da runtergeflogen. Wenn ich den Fuck auch mal treffen wird. Skill und so, ne? Tja. Vornberg und so. Ach, lass mich doch in Ruhe. Was seid ihr denn so aggressiv, meine Herrschaften? Blaubeeren! Disteln! Da freut sich die Zaube. So. Wenn ich im Dorf jemals ankomme, habe ich mir eine Frischluftpause verdient. Ist doch so. Lobby heute überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Gemeint hat sie. Du sagst, du willst auf Zombie warten. Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass sie heute kommt. Ich frage sie in der Pause, weil wenn sie nicht kommt, dann werde ich den dritten Boss nach der Pause anpacken. Ich will den heute machen. Aber vorher natürlich zum Händler. Oder ist nachher besser? Ist doch egal, ob den davor oder nachher gibt's. Mhm. Nee, ich frage in der Pause mal, ob sie kommt. Dann weiß ich's. Torben hatte wieder Spätschicht. Yep. Kuma ist in Stellaris. Ja gut, Kuma muss ja erstmal irgendwas machen. Hey, den ersten Boss hat er. Jawohl. Wo lauf ich eigentlich hin? Boah, jetzt geh weg, ey! Krautwerke sind belastend. Ach, Iro, bist täuscht. Warum habe ich... Wieso fange ich jetzt an zu frieren? Also, weil Nacht ist. Weil es kalt ist? So. Schluss mit frieren. Ist ja völlig egal, ob du frierst. Das Einzige, was das sorgt, ist, dass du ein bisschen weniger Ausdauerregeneration hast. Wenn ich diese Rune schon habe, dann möchte ich sie auch verwenden.
Weißt du, was ich jetzt mache? Ich setze hier mal endlich ein Portal, einen Punkt auf der Map. So, hier dürfen wir das Ei ablagern. Sehr schön. Dann gehen wir mal nach Hause. Nicht zu Enderrise, sondern nach Hause. Kannst ja mal in die Ebene gehen. Nein, danke. Einmal war der Schock genug. Wenn mich schon mal die bösen Wölfe da töten. Ich muss Wölfe... Vielleicht sollte ich zuerst mal mit Schweinen üben und dann bei den Wölfen machen. Schweine kann ich auch züchten. Schweine kannst du auch züchten, ja. Mhm. Eben. Dann werde ich zuerst mit den Schweinen spielen und dann erst mit den Wölfen. Ist, glaube ich, eine Strategie. Kauf ja auch vorher noch eine Harpune. Hallo April! Schönen Abend! Freut mich, dass du drüber schaust zu uns. Wie geht's da denn? Grundgütiger, habe ich viele Karotten. Ich farme hier mein Leben ein bisschen. Da taucht Nulli auch wieder auf. Dam, 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 dam. Nein, ich will jetzt nichts essen. Lass mich. Ich muss hier ackern. Ah, die Map speichert wieder, alles klar. Ich glaube, ich habe mit den Rüben noch gar nichts gekocht, aber baue sie an wie wahnsinnig. Ja. Da soll jemand meine Logik verstehen. Du hast eine Logik? Das wäre mir neu. Mir auch. Das ist ja genau das. So, ich habe jetzt nochmal 54 Clipper. Ich weiß zwar noch nicht für wen, aber ich hab's schon mal. Schön. Die liebe Zaube ist noch nicht hier. Ich frage mich selber, wo sie ist, ja? Ah. Also sie ist noch... Die Zaube ist noch gar nicht zu Hause, oder wie? Keine Ahnung. Ja, weil die April gerade schreibt, dass bei Xantri gemeint hat, ihr Akku ist nicht mehr voll. Aha, das erklärt einiges. Haha, haha. Ja, bei schönem Wetter, Nulli. Kann man doch die Zeit auch gut draußen verbringen. So ist es ja nicht. So. Das und das und dich. Da. Dich. Dich. Das heißt, ich brauche Silber, dass ich dann meinen Wolfsumhang machen kann. Ja. Hab ich es eigentlich? Ich habe keine Giftresistenz. Ja dann. Das ist lustig, ne? Ja, da muss ich mich noch vorbereiten. Was brauche ich denn für diese Giftresistenztränke? Hallo? Wo sind sie? Medmischung, Giftwiderstand. Nixenschwänze und Kohle brauche ich.
Ja gut, Kohle kann ich jetzt eh schon vorbereitend bei der Schmiede machen. Und Nixenschwänzer gehe ich jagen. Weil ohne Giftrese wird das schlimm. Kohlemeiler. Lange so, es könnte unangenehm werden. Ja, das hast du schön gesagt. So. Dann lassen wir die Kohle mal werken. Ich chill mich vor mein Feuer. Mache jetzt nämlich dann mal kurz Pause. Also das Fleisch kann ich noch weglegen. Wo habe ich das eigentlich hingetan ursprünglich? Ah, hier. Und dann bereite ich mich für den dritten Boss vor. Oh Gott. Die Zauber scheinen unterwegs zu sein. Die ist nicht zu Hause, glaube ich. Ja. Dann gehe ich jetzt mal zum Händler. Und dann gehe ich Nixen jagen. Weil wenn ich jetzt nicht zum Händler gehe, dann vergesse ich es wieder. So. Also die Rubine brauche ich für die Runen, die behalte ich. Die sind mir zu wichtig. Gürtel und ein Stück Jimefleisch, haben wir gesagt. Für das Fleisch wäre jetzt die Frage. Dass ich die Rezepte bekomme. Achso. Ja, kannst du kaufen. Ich glaube, kannst du auch direkt dann einfach wieder verkaufen. 1:1. Klar. Eigentlich glaube ich nicht wieder. Okay. Ja, aber mal schauen. Fleisch bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob du das 1:1 wieder bekommst. Muss mal schauen. Wirklich. Sehen wir, sehen wir. Hi there. Oh Gott, dieser Lacher von ihm. Trader, uralter Samen, Feuersteinpfeil, da. Wo ist das Fleisch? Angelköder. Seid ihr schon mal angeln gewesen? Nö. Kam mir bis jetzt noch nicht dazu. Angeln war ich schon einmal, aber ist jetzt nicht sonderlich unterhaltsam. Okay. Dürenwin. Ein Schwert, das mit magischem Feuer umspielt wird. Ah, okay, euer Feuerschwert ist das. Für Wolfs Jimirfleisch. Kaufen. Genau, jetzt habe ich das Rezept für den Eisenhammer. Anderize, ich glaube, du musst dann nochmal justieren. Siehst du das? Warum? Ich kaufe Jimirfleisch für 129 und verkaufe es für 150. Ja gut, das ist immer... Eigentlich sollte der den Verkaufspreis auch anpassen. Kannst du den auch wirklich für 150 verkaufen? Zaubi, ja. Hallo! Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob ich wirklich bekomme... Waren 150. Okay. Ja. Würde ich euch einfach bitten, das einfach nicht zu missbrauchen, falls das passiert. Eigentlich passt. Sollte er den Verkaufspreis dann auch immer gleichzeitig mit dem Kaufspreis um den gleichen Faktor ändern. Ja. Also bei manchen Sachen hat es auch schon geklappt, das hatte ich gesehen, aber nicht immer bei allen. Okay. Wo ist jetzt dieser blöde Gürtel? Der müsste relativ weit unten sein. Rare. So, ich gehe von unten nach oben. Rübensamen sind Erzdienst. Das ist Eisenschwert, Sirtlingkerne, Eisenhammer, Rubine, Spitzhacken, Nadel, Streitkolben, Lochsfleisch, Lederreste, Honig, Dwergerreif. Okay. Dass ich in den Dungeons Licht habe, oder wie? Fisch. Dracheneier. Sumpfiger Schlüssel. Umhänge. Bögen. Ja, Megengeard. Das ist der, oder? 958. Das heißt, ich verkaufe mal. 50 von denen, dann habe ich 500. Ja, das geht sich. Alter, kann ich da nicht alle auf einmal verkaufen? Oh,
geht das? Was du verkaufst. Achso, doch, ging schon. Alles, passt schon. Also normalerweise wird ja alles von dem, was du verkaufst, gerade, also maximal ein Stack. Hier ein Furt. Zaubi, alles gut, kein Stress. Die Frage, die ich hatte, war, willst du den dritten Boss jetzt mit mir machen oder soll ich ihn ohne dich machen? Weil ich würde mich dann jetzt für ihn vorbereiten. Aber jetzt kaufe ich mir erstmal diesen Gürtel. Gut, dann war es das eh schon wieder fürs Erste. Das Fleisch habe ich verkauft. Den Gürtel habe ich. Diese blöde Fackel. Oh mein Gott, ist das nice. Achso, das sind die Items. Ich depp. Nein, ich will nicht zu Enderized, ich will nach Hause. Kaum ist Zaubi da, moddet sie schon wieder wie eine 1. Unglaublich. Wie eine 1? Wow! Oh. Hallo. Hi. Sorry für die Verspätung, aber es ging ein bisschen rund bei mir. Alles gut. Ich muss mir erst vorbereiten, ich brauche noch Nixenschwänze für die Gifttränke und so. Also kein Stress. Ich habe gar nichts, ich starte gerade erst Valheim. Also ich weiß nicht, ob ich den heute mache oder lieber nächste Woche. Achso, musst du sagen. Ich komme jetzt mal an. Ich bin gerade vor 2 Minuten bei der Tür rein, habe den Laptop geschnappt, habe ihn hochgefahren und bin da. Wer weiß, ob Thomas heute die ganze Vorbereitung überhaupt noch schafft, wenn er erst noch Nixen suchen muss. Ja, das ist jetzt die Frage, wie schnell ich an diese blöden Nixen komme. Das ist jetzt die große Frage. Aber immerhin habe ich jetzt meinen Gürtel mal und das Rezept für den Hammer. Also das habe ich schon mal. Oh, meine Kohle, genau. Wo ist die Kohle? Die sollte jetzt da drin sein. Wie geht's euch? Wo ist meine Kohle? Zweifelsfall in den Ruhen. Wenn nicht, dann hat es erstmal die Öfen neu versorgt. Oh, okay. Dann muss ich noch mehr Kohle machen. Jo. Ich fülle mal alles auf. Gut, Zaubi. Dir? Schön zu hören. Danke, mir geht's jetzt gut. Jetzt geht's mir. Jetzt kannst du mal durchschnaufen. Ja, so langsam. Oh, schön. War heute ein bisschen stressig. Arbeitsmäßig, oder wie? Ich musste gucken, dass ich am Freitag noch in die Arbeit kann. Bitte was? Hast du keine Nachrichten gelesen? Damit ich meinen Heimatort verlassen darf. Ach so, nee, was? Damit ich meinen Heimatort verlassen darf, muss ich Corona getestet sein. Dieser Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Und das geht jetzt bis 9.5. so. Oh mein Gott, sie haben... Ab Freitag 6 Uhr morgens. Wir sind zu. Und wenn man durch Hallein durchfahren will, so Bad Dürnberg hoch oder so? Weil die Durchfahrt ist okay, aber danke fürs Bellen. Sorry. Ey, das Thomas. Jetzt bist du alle mit Bau wie wohnt. Ja, ganz gut gemacht. Dankeschön. Sehr lieb von dir. Also jeder, der jetzt Zaubi besucht, ne, muss vorher an Thomas, schickt dann nach an Thomas eine Rechnung, damit der die Rechnung für Zaubi übernimmt. Viel Glück beim Suchen. Ist ja nicht so, dass man deine Adresse nicht rausfinden könnte, ne? Ja, meine kann man easy rausfinden. Das Thema hatten wir bereits. Hey, Nulli. Bist du gut nach Hause gekommen? Hat das alles dann funktioniert? Erstmal hallo Chat. Sorry, mega unnötig. Hi Chat. Na, ich hoffe, euch geht's allen gut. Habt ihr mich vermisst? Na klar, habt ihr mich vermisst. Warum frage ich überhaupt? Ich wollte gerade sagen, was ist das für eine falsche Frage, ey? April war auch schon da und hat nach dir gefragt. Oha, ich habe April verpasst. Keine Ahnung, ob sie noch da ist. April, bist du noch da? Nein, April. Ah, da ist sie. April! Hey, hey. Nee,
jetzt ging es noch rund. Ah, schön, aber du konntest alles klären, oder? Ich habe alles geklärt, ich habe nur noch erfahren, so Leute sind Corona-positiv und Gott sei Dank betrifft mich das nicht, aber sie sind positiv und das war jetzt alles ein bisschen, stressig, viel auf einmal, you know. Ja, verstehe ich. Nixon sind eh am Strand, oder? Ja, okay. Auch. Und bei dem Gewässer in der Nähe von uns, wenn du runtergehst, treiben sie sich auch immer rum. Also bei unserem Hafen, oder? Welches Gewässer meinst du? Mhm, da und bei dem Flüsschen, wenn du bei uns einfach gerade rumläufst, laufen sie da unten auch öfters rum. Da, wo ich gerade stoisch vorbeigelaufen bin. Dankeschön. Ja, wahrscheinlich. Dieses Flüsschen hier. Eieieiei. Kann ich eigentlich? Warum geht das jetzt nicht? Was ist los? Inkompatible Version. Hast du das aktualisiert? Das von ich habe das letzte, was Enderize geschickt hat, reingetan. Das von gestern oder vorgestern? Ja, genau. Aber ist egal, ich mach's nochmal. Hast du den Plugin-Ordner gelöscht? Im Bebin? Ja, hab ich. Oh. Entschuldigung. Ich bin ja nicht doof oder so. Deswegen nee, aber du bist mit mir befreundet. Na und? Meine Verpeiltheit wird da. Ändern. Ich habe Zeit. Hallo Zauberziege. Hey Zelda! Jetzt war ich gerade überlegen, wer nennt mich Zauberziege? What happened here? Das ist unsere liebe Zaubi. Sie ist verstört, wenn sie mit vollen Namen angesprochen wird. Ja, ich fühle mich da immer. Kennt ihr das so? Eure Eltern haben einen Spitznamen für euch und dann sagen sie euren vollen Namen und ihr wisst, oh shit. So, das ist immer dieses, ich habe ganz schlimm viel falsch gemacht, der volle Name. Da ist eine Nixe. Aber da ist noch eine. Ich habe gerade körperliche Schmerzen. Warum? Lies deinen Chat. I see. Ich habe ganze zwei Nixen gefunden. Wow. Ja, ich glaube, für einmal Giftresistenz braucht es doch nur einen, oder? Zelda, du brauchst Fragen. Mich darf jeder Zaubi nennen. Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ich glaube, man müsste eher fragen, ob man nicht Zauberziege nennen darf, oder? Ja, ich glaube, das wäre auch eher das, wo du fragen musst. Eieiei. Es ist halt die Frage, reichen mir zwei Giftresistenztränke? Wie lange halten die nochmal? Also zwei, du kriegst aus einer Fermentierung sechs Stück raus. Oh! Okay. Na dann? Zaubi? Ja? Ich habe jetzt auch Runen. Ich bin stolz auf dich. So schön. Ich bin sehr stolz auf dich, Thomas. Was du? Ich fühle mich gerade veräppelt. Mir ist es lieber, man nennt mich Zaubi als Zauberziege inzwischen. Wobei mich ganz am Anfang, als Zaubi aufkam, das eigentlich gestört hat, weil ich zu süß fand. Inzwischen mag ich's. Es passt auch. Und es ist so kurzflüssig. Ja, das ist halt ein... wie halt ein Spitzname sein soll. Genau. Ist ein guter Spitzname. Gott sei Dank bist du damit glücklich. Enderize das Telefonieren, schätze ich mal. Oder Anime schauen. Oder Anime schauen. Ah ja, okay. Was brauche ich jetzt eigentlich zum Beschwören? Habe ich das überhaupt? Ja, Nulli, wir wissen es alle. Ruhe. 10. Was, die 0815 Knochenreste da? Also nee, der verwitterte Knochen, genau.
Verwitterter Knochen. Wo habe ich den schon wieder hingetan, ey? Da habe ich eh so viele gesammelt. Ich glaube, die habe ich im großen Lager drüben. Das sieht jetzt besser aus. Aber jetzt gucken wir mal nach meiner Kohle. Was? Zaubi und süß passt halt gar nicht. Nee. Warum? Das stimmt. Chat, wie geht's euch? Ich möchte wissen, wie es euch geht. Ihr habt das sicher alle schon Pommes verraten, aber verratet es mir bitte auch noch. Wie das klingt. Ja, ich muss doch auch wissen, wie es den Leuten geht. Ja, ich bin noch neugierig. Passt voll. Wie gesagt, der Chat redet eh nicht mit mir, der wartet nur auf dich. Ich hab deinen Chat unter Kontrolle, mein Freund. Das ist nichts Neues. Ja, ich weiß. Wollte gerade sagen, sollen wir das Thema wieder aufbringen? Ich bin da, ich hab's geschafft. Ach, wie schön. Ah, ich habe eh nur 19 verwitterte Knochen, alles gut. Ja, und dein Chat-Nulle gehört ihr auch. Ihr gehört alles. Vorhin war alles gut, Zobi. Was ist jetzt nicht mehr gut? Mir geht's jetzt supi. Jetzt bin ich zu Hause und hab alles geregelt. Jetzt ist alles sehr fein. Danke, so. Ekel. Wo war das jetzt? Giftwiderstand da. Aber was ist vorhin passiert, dass jetzt nicht mehr gut ist? Ist nicht mein Chat-Nulle, ist der von Thomas. Nee, ich habe jetzt nur eine Medmischung Giftwiderstand hat, Butter. Ja, die mussten ja einen Fermentierer setzen. Oh, hast du einen? Ja. Warum frage ich überhaupt, oder? Nicht. Ja. Ich schäme mich eh schon. Das war eine dumme Frage. Lange nicht mehr mein kleines Häuschen. Da hat sich einiges geändert. Oha, das ist nicht schön, April. Sowas, ja, verstehe ich. Aber einfach drüberstehen und ignorieren. Momentan sind alle angespannt. Das stimmt allerdings. Ich war heute zwischendrin auch schon zickig. Glaube ich dir. Weil ich erstmal. Ich musste mal gucken, wie ich schaffe, dass ich halt Freitag noch arbeiten fahren kann. Mhm. Nachdem ich mich vorhin verabschiedet hatte. Oha! Oh. Wen muss ich schimpfen? Was denn, Thomas? Er hat jetzt automatisch die Medmischung sehr gesund genommen. Ja, dann hättest du dir das wohl vorher. Ja. Egal, ich fermentiere jetzt mal alles. Ja, aber das dauert eh nicht lange, ist eh gleich fertig. 100 Sekunden. Ja, so nix. So gleich vorbei. Yay. Aber jetzt weiß ich, dass ich Freitag arbeiten gehen kann. Morgen kann ich mir die nächsten Tests für Samstag, Montag und Mittwoch ausmachen. Oh, okay. Also sind sie gut organisiert, oder wie? Ja, morgen gibt's bei mir im Ort noch zwei weitere Teststraßen und in einer Nachbarortschaft, die noch zu meinem Ortskreis fällt. Du kannst mir sonst eine PN schreiben, April. Da gibt's jetzt dann auch eine Teststraße, die jetzt dann greift. Ja, weil halt die eine Teststraße, die wir hier haben, ist bis inklusive nächste Woche Samstag komplett alles aus. Du kriegst keinen Termin mehr. Heftig. Für die nächsten 1,5 Wochen, ja. Kam halt heute raus, dass das so ist. Hey, Schizofee. Hey, Schizo, freut mich, dass du reinschaust. Nee, ihr habt das echt nicht mitbekommen. Ja, Nachrichten, wie ist das klein vor? Ich hab's auch nur mitbekommen, ich hätte es dann schon gecheckt, aber ich hab halt Bescheid bekommen. Schizofee hat mir den Post von unserem Bürgermeister geschickt. Ah, also ja. ist das wirklich nur eure Gemeinde oder der ganze GAU? Mhm. Unser Ort. Ah, okay. Und das, was halt zum Ort dazugehört. So, es gibt ja ein paar umliegende Ortsgebiete, die zu uns dazugehören. Okay. Also ebenso wie der Berg. Ja. Ja. Aber die Durchreise ist gestattet. Ja, mir geht's. Nächste, die Spiel. Mir geht's eher um was anderes. Ja, I know, die Durchreise ist okay. Danke fürs Spillen, Schizofee. Again. Ich plakatiere das jetzt dann einfach irgendwo. Ich hänge jetzt dann irgendwo ein großes Plakat aus. Hier wohnt Zauber. Dann habt ihr es leichter, dann müsst ihr nicht suchen. Schütze, ich hab's auch schon gesagt. Rudi, der Rollerfahrer, nicht mehr suchen. Ja, da muss Rudi nicht mehr suchen. Ah, herrlich. Jetzt habe ich kein schlechtes Gewissen mehr. Die Schütze schaut auf mich.
Hallo Herr Berserker, wollen Sie auf brennen? Ich wollte gerade sagen, was brennt da bei uns im Lager? Wenn was brennt, dann brennt immer was. Ja lol. Ja, wie gesagt, muss keiner mal groß suchen. Ich hänge mir jetzt dann ein Plakat vors Fenster, hier wohnt Zaubi. Bekommst ein eigenes Zaubi-Banner, was dann raushängen lässt. Ich habe so lange geschafft, dass ich einfach nur schön umschreibe, indem ich Salzburg sage. Ich habe so lange geschafft und heute, bam, zack, zweimal raus. Weil ja heute so viele zusehen. Sind genug. April weiß jetzt auch, wo ich zu Hause bin. Die steht morgen vor meiner Tür. Nee, Blödsinn, ab 19. Mai steht die vor meiner Tür. Safe. Stehen sie alle da? Ich weiß genau, wer hier im Lurk ist, Leute, ne? Ich sehe euch. Lurk. Eieiei. Ciao, immerhin bringt sie Kaffee mit, ist doch toll. April, dann bekommst du von mir Torte und Nutella-Likör. Oh. Ich glaube, da würde ich mich auch einladen. Du nicht, Thomas, du musst das alles mitbringen. Ich glaube, sie auch. Ja, oder wir verlegen das Ganze zu Thomas und der hat dann die ganze Arbeit und wir lassen uns bewirten, April. Können wir so rum auch machen, da haben wir beide was davon. Ihr seid jederzeit bei mir eingeladen. April bringt Eis mit. Jawohl. April, wir treffen uns bei Thomas. Wo kommst du her? Geh weg. Sehr gut, ich freue mich. Ich habe, glaube ich, gerade einen geheimen Ritus oder so gestört. Hier sind so viele Schamanen. Boah, Nulli, ey. Manchmal möchte ich dich gerne nehmen und an der Wand klatschen. Ich habe ein Problem. Meine Katze liegt so, dass ich mich nicht bewegen kann, sonst ist sie weg. Oh, ja, dann ja, darfst genau so ist es schon zu viel. Du dich nicht mehr bewegen. Ja, dann muss sie halt weggehen, aber sie sieht so süß aus. Doch, natürlich schreibt er. Nee. Nee, er war brav. Du warst heute brav, okay? Er hat nichts Schlimmes gemacht. Er war wirklich brav. Ja, ich muss ihn da jetzt einmal. Könnt ihr euch alle rote Kalender markieren? Ich muss ihn jetzt einmal. Hey, ich erzähl gerade die Wahrheit, ja? Ich muss ihn in Schutz nehmen. Er hat sich gut verhalten. Ja, er war nett, er war höflich, er war freundlich. Er war nicht fies. Oh, ein braver Nulli. Ja. Ja, er war brav. Hier, ich habe die Wahrheit erzählt. Sind Sie zufrieden, Mr. Nulli? Rufst du jetzt schon wieder? Ja, Thomas? Nulli war brav. Ich weiß, April, das könnte dich schockieren, aber Nulli war brav. Ich wollte eigentlich nur kurz Holz hacken gehen, während der Fermentierer läuft. Irgendwie ist das eskaliert. Der ist wieder leer. Ja, ich weiß. Irgendwie habe ich vergessen, dass es Nacht ist. Ja, der ist. Der kann das. Ist immer streichen wir, so wie manchmal, aber ja. Achso, Zobi, bei mir im Häuschen gibt's jetzt auch Gemütlichkeit Stufe 12. Bei Enderwise seit heute, glaube ich, Stufe 17. Oha, bitte, was macht ihr? Wir haben ein bisschen ausgebaut. Doch, nein, Schizofer war wirklich brav. Er hat sich benommen, er war wirklich brav. Ich muss ihn da jetzt mal im Schutz nehmen, ja? Und wo ist der das Zeug jetzt vom Fermentierer? Achso, ja, warte, dadurch, dass ich die ja hier mit habe. Moment. Das hat sie in eine Truhe gepackt, schätze ich mal. Ah! Okay. Ja, ich guck grad. Also meine Axt darf ich nicht bei dir reparieren, weil dann nimmst du deine Ressourcen her. Nulli bekommt auch Eis von April. Das ist sehr lieb von dir, April. Ach da. Das und Kekse für 02. Genau, ist ja gesund, der ist fertig. Auch okay. Der Gift, der fermentiert gerade. Dankeschön. Ja, man kann sich mal aufregen, wenn Sachen nicht so laufen, wie man gern hätte, dass sie laufen. Das ist okay, das ist nicht ausheulen. Ach ne, der geht ja auch relativ schnell. Hm. Man darf sich schon mal beschweren. Das gehört dazu, ja. Boah. Ich glaube, damit du reparieren kannst, musst du das auch... Ja, ich sage, ich repariere es bei mir, dass die Ressourcen verwendet werden von mir. Hm.